Hallo, grüß Gott, willkommen, liebe Birdrider. Wir spielen heute wieder. Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Und springen rein und sehen nach, ob wir nichts übersehen haben. Das wäre auch ein guter Kommentarstil, oder? Den könnte ich mir angewöhnen. Meint der mit reinspringen in das Wasser? Machen wir mal Platschi. Und tauchen. Oh, Netze und Körbe. Aha, eine rote Kiste. Uiuiuiui. So, mal gucken, was wir hier haben. Ein Hosenschuh. Das Stiefel, genau. Ich finde eigentlich ist Hosenschuh gar keine so schlechte Bezeichnung für den Stiefel. Ich meine, immerhin ist es quasi ein Schuh, aber gleichzeitig so ein bisschen Hose, weil er geht ja hoch übers Bein. Und eigentlich hat ein Schuh am Bein nichts verloren. Hose schon. Also ist ein Stiefel quasi ein Hosenschuh. So halb Hose oder Sechstel Hose und Schuh. Ich dachte die ganze Zeit, das ist der Beweis, nach dem ich suche. Dabei ist es nur irgendwie... Aha! Taschentuch mit dem Monogramm Devil is crying. Aha, aha. Oh, wir ersticken gleich, Geralt. Gehen wir ganz kurz atmen. Mit Monogramm. ELC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wir müssen uns gründlich am Ufer umsehen. DLC, das habe ich gar nicht gecheckt. Das ist ja eh schon ein Gag an sich, dass wir hier im zweiten und letzten Witcher 3 DLC ein DLC-Tuch finden. Hätte ich gar nicht mehr verfremden müssen für den Gag. Krug. Und sind das hier irgendwie Netze, die zum Fischen dienen sollen? Ich weiß nämlich nicht, wie die funktionieren sollen zum Fischen. Oder sind das tatsächlich so Flussreinigungsnetze? Weil Fische, also ich meine, den Fischen sind die Netze doch ziemlich egal, oder? Die schwimmen vielleicht dagegen so donk und sagen dann so, jetzt los. Und dann schwimmen sie ein bisschen höher oder tiefer oder an der Seite vorbei. Aber für so Treibgut auffangen ist das schon clever, ne? Vielleicht sollte man mal dringend drüber nachdenken, sowas in unseren Meeren auch im großen Maßstab anzubringen. Macht halt keiner freiwillig, weil es Geld kostet. Müsste man halt politisch nachhelfen. Aber ja. Vielleicht erleben wir es noch. Dass vernünftige, zukunftsorientierte Politik gemacht wird. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend? Sieht so aus. Irgendwas Interessantes gefunden? Schade, nichts. Schade. So, untersuch das Flussufer mit Hilfe deines Hexersinns. Was sollen wir denn noch untersuchen? Aha! Sieh mal. Hier war ein Boot. Sieh mal, Steine. Aufgeladen und irgendwo hingebracht haben. Wir müssen rausfinden, wohin. Ich will mir die Leiche ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, welche Richtung die Wachen eingeschlagen haben. Fragen wir nach. Da stehen sie und gucken. Und jetzt mit dem Pfeil unten die Trägerbalken wegschießen und dann fallen alle runter und sind tot. Das haben sie dann davon. Ich weiß nicht genau wovon, aber es ist ein Videospiel und da stehen welche an einem brüchig aussehenden Balkon, der vom Balken gehalten wird. Natürlich müssen wir die wegsprengen oder schießen. Hilft ja nichts. Wir werden beobachtet. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Gevierteilt? Und wurden dann alle Teile separat aus dem Fluss gezogen? Ich mein Glück gehabt, dass alle vier Teile überhaupt da waren. Das, aber warum und überhaupt?
Ich habe so viele Fragen, weil wenn das wirklich so ein adliges Vampirmonster ist, wie ich das am Anfang gleich mal so spontan vermutet hätte, warum die Leiche dann vier teilen und warum ist hier überall so viel Blut? Man sollte meinen, das wäre sparsamer mit dem Blut. Aber keine Ahnung. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar kanntest du ihn gut. Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt. Es ist so schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Ich finde es irgendwie echt schade, dass der Begriff DLC das Add-on im Grunde fast ganz abgelöst hat. Weil ich finde, das sind einfach zwei ganz verschiedene Sachen. Ich meine, technisch gesehen ist ja ein DLC einfach nur Downloadable Content. Also alles, was nicht beim Standardspiel dabei ist, sondern nachträglich digital nachgereicht wird, ist technisch gesehen DLC. Das stimmt schon. Aber für mich ist halt DLC trotzdem Krimskrams, Kleinzeugs. Das, was man im 1-Euro-Laden am Wühltisch so mitnimmt, ne? So neue Skins für irgendeinen Blödsinn oder Kleinigkeiten. Und ein Add-on ist ein richtiges, ordentliches Paket, das Spiel erweitert in Geschichte und eben auch neue Gebiete und sowas. Ich meine, eben, technisch gesehen ist hier Blood and Wine ein DLC, fühlt sich aber wie ein Add-on an. Ich würde eben sagen, Blood and Wine ist sowohl ein DLC als auch ein Add-on. Aber jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Zebra-Skin für Plötze kann kein Add-on sein, sondern ist nur ein DLC. Orte, an denen du neue Quests aus Blood and Wine beginnen kannst, sind mit einem roten Ausrufezeichen-Symbol gekennzeichnet. Danke, Tutorial. Danke für diesen Hinweis. Ich wäre nicht drauf gekommen. Aber warum die Farbe ändern, frage ich mich. Was sind denn die gelben Ausrufezeichen nicht mehr gut genug oder was? Gehen wir mal hier ans Brett, ans Anschlagbrett. Plötze. Ob wir für dich auch so eine Panzerung kriegen, wie die Ritter hier für ihre Pferde haben? Ich weiß gar nicht, ob du das willst, Plötze, aber... Los, lauf! Theoretisch. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir müssen noch mal mit Milton reden oder ihm folgen. Ja, okay, gut. Dann bleiben wir noch ein bisschen bei der Hauptquest, bis er uns verlässt. Aber wir gehen jetzt aber eh da hoch, ne? Ah, hier gibt's eine Abkürzung. Milton. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst Danke. Du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen. Wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrot-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind.
Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann... Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja... Was hast du gesehen? Komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört! Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also, das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Sagen Sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen.
Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Irgendwie klingt Geralt ein bisschen anders in dem DLC, habe ich das Gefühl. Als ob der Synchronsprecher heiser gewesen wäre, als er das eingesprochen hat. So wirkt er ein bisschen auf mich. So, was haben wir denn hier für Zettel? Liebe Kunden, die höchst geschätzten Gäste der Taverne zum Basilisk werden freundlichst gebeten, vorsichtig zu sein, wenn sie unsere Taverne aufsuchen und vor allem, wenn sie sie verlassen. Es wird dringend geraten, den Matzesendwald zu umgehen, da dort menschenfressende Monster lauern. Wir flehen euch an, auf unsere Warnungen zu hören, da wir fürchten, dass der Verlust von so vielen Gästen die Stimmung in der Taverne trübt. Wir wünschen euch sichere Reise und freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht. Linise, die Tochter des Wirts. Gesuch, der weiße Wolf. Das bin ich. Gesuch, der weiße Wolf. Der Hexer Geralt von Riva, auch als weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Sein potenzieller Auftragsgeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Beledal in Toussaint. Hinweis: Wir ersuchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt, sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Beleda ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer der Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Ich bin ein anderer Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim königlichen Kämmerer am Ritteruhrplatz. Mysteriös. So ganz ohne Informationen und so. Ankündigung des Generalprokuratoratorotos des Herzogtums Toussaint. Spricht man das eigentlich wirklich Toussaint aus? Oder irgendwie so Toussaint? Ich glaube, die haben tatsächlich Toussaint gesagt, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal drauf achten. Hört man bestimmt noch öfter. Hiermit kündigt die Generalprokuratoration eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs eines bebauten Liegen, einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Karobera-Waldes an. Moment mal, gibt's Housing? Hat das Spiel Housing eingeführt? Kann man jetzt hier sich ein Haus kaufen mit Geralt und so weiter? I'm listening. Die nach dem Tod des Grafen Crespelbespel im Besitz des herzöglichen Schluffelbuftel, bla bla bla. Da das Anwesen Blaggerbagger etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, in dem Herzog in aller Welt viel Ruhm einbringt und so weiter und so fort, Auktion teilnehmen, an alle fahrenden Ritter und andere Gerüsteten verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleinen Problemen gerechnet. Ach so, also eher kein Housing, sondern ein Bodyguard-Job. Na gut,
Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich im Büro des Proktelboptel im Tusselbussel in der Nähe von Plügelbügelbrücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Großes Quint-Turnier! Cool, da machen wir mit. Graf Mombelbombel freut sich sehr, ein von ihm organisiertes Quint-Turnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, möge sich in Friskelbiskel anmelden. Bitte beachtet, dass in diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die dem Graf Mombelbombel selbst entwickelt wurde von ihm. Mögen die Spiele beginnen. Auftrag für Hexer. Die Böttcherzunft von Baselwasel sucht einen oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das von großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Lagaffe im Händlerlager im Wald nördlich von Krugelwogelweingut. Maugel, Paugel, Untersekretär und Bedrohungs- und Risiko-Wurstelburstel, bla bla bla. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. So, cool, dann haben wir jetzt quasi ungefähr schon eine halbe Milliarde Quests gefühlt zumindest. Hauptquest, Nebenquest. Schön, die haben auch alle gleich das Schild. Gewinnturnier. Ich würde gern beim Gewinnturnier mitmachen. Wo wäre denn das? Nur mal gucken. Hey, warte mal, warum ist denn das Schild schon wieder gelb? Hat da mir schon wieder neue Aufträge hingehängt? Das wäre gleich da unten. Gewinnturnier. Ich komme. Leute, für heute machen wir jetzt aber Schluss und morgen schauen wir gleich nochmal an das Brett, weil anscheinend jemand sofort wieder. Ich habe die Zettel runtergenommen und daneben stand schon der Zettelhauer, der nur darauf gewartet hat, dass das Anschlagbrett endlich wieder leer wird und hat gleich wieder neue Zettel dran geklebt. Und die schauen wir uns beim nächsten Mal an und vielleicht mehr und dann ein Gwent-Turnier. Macht's gut, bis dennsen.